So, wir haben es mit der Aufgabe, wo ist sie gleich? Ups, jetzt ist er weggegangen, 119 zu tun. So, jetzt dürften wir sie haben. Mit der Aufgabe hier. Wir haben also eine Stoßzahl von Epsilon gleich 0,7, eine Höhe von 0,2 Meter und so weiter und so weiter. Der Balken, die Masse kommt hier an, über eine reibungsbehaftete Strecke, geht hoch nach C, stößt gegen den Balken B, der Winkel geht von 45 Grad ab. Die erste Frage bereitet keine Schwierigkeiten. Wir sollen bei einer Geschwindigkeit VB, VA mit dem Energiesatz ausrechnen über die Reibung. Das zweite bereitet auch kaum Schwierigkeiten. Das ist der teilplastische Stoß mit der Stoßzahl. Der dritte Teil ist wohl das Problem. Es könnte sein, dass sich da der Lehrstuhl im Ergebnis vertan hat. Es kann auch sein, dass bei mir die Zahlen haken. Ihr könnt es gerne kontrollieren. So, ich habe also das Ganze nochmal aufgeschrieben und der erste Teil ist nicht so schwer. Wir sind jetzt also erstmal von A nach B unterwegs. Es gilt der Energieerhaltungssatz. Der sagt aus, dass 1/2 m VA Quadrat ist gleich 1/2 m VB Quadrat plus die Energie, die auf der Reibungsstrecke verpulvert wird. Das ist μ mal m mal g mal d. Das können wir auflösen und können ausrechnen, dass die Geschwindigkeit VA gleich die Wurzel aus VB Quadrat plus 2 Nü mal G mal D ist. Hier müssen wir jetzt für VB Quadrat den gegebenen Wert einsetzen. Das sind 6 GH. Und damit erreichen wir das Ergebnis. Und das ist 4,271 Meter pro Sekunde. Ich glaube, dass dieser Term auch nicht ernsthaft Schwierigkeiten macht. Also ich kann nochmal den genauen Wert eingeben. Das war die Wurzel aus 6 mal g mal h plus 2 mal μ mal g mal d. Und da kommt 4,2716 raus. So, jetzt kommt der Punkt B. Das ist der Stoß. Da geht es darum, dass wir wieder eine Geschwindigkeit haben im Punkt B von der Wurzel 6 GH. Und dann können wir erstmal mit dem Energieerhaltungssatz die Geschwindigkeit in Punkt C ausrechnen. Dabei liefert uns der Energieerhaltungssatz 1/2 mv b Quadrat ist gerade gleich 1/2 mv c Quadrat plus m mal g mal h. Das muss ich gerade nachgucken, alles richtig. Daraus können wir jetzt ermitteln, die Geschwindigkeit in Punkt C. Und das ist die Wurzel aus VB Quadrat minus 2GH. Und das ist die Wurzel aus 6GH minus 2GH. Und das ist die Wurzel aus 4GH. Den kann man natürlich dann auch ausrechnen in Zahlen. Und das müsste 2,8014 Meter pro Sekunde sein. Ups, kleiner Unfall. So, und jetzt können wir eben weitermachen und können eben im Prinzip den Drall-Erhaltungssatz aufstellen. Der Drall-Erhaltungssatz, der sagt jetzt aus, dass m mal v mal l ist gerade gleich m l Quadrat Drittel mal Omega Dach plus m mal v Dach mal l. Die Stoßzahl sagt aus, dass die Geschwindigkeit vorher mal Epsilon gleich ist, die Geschwindigkeit, mit der sie sich nach dem Stoß trennen, v Dach minus l mal Omega Dach. Wir müssen diese Gleichung jetzt hier durch l teilen, diese Gleichung hier mit m mal nehmen, dann können wir die Gleichung voneinander abziehen und dann fällt die Masse v Dach aus. Und dann haben wir da stehen ein m mal vc. Das l haben wir durchgeteilt und dann steht da 1 minus Epsilon auf der einen Seite. So, und auf der anderen Seite steht da m mal l Drittel. Der Term hier fällt mit dem Term hier raus. Und dann habe ich plus m mal l und das Ganze mal Omega Dach. Wir erhalten also, dass Omega Dach
ist gerade gleich m mal vc mal 1 plus epsilon. Und das wird jetzt geteilt durch m Drittel plus m mal l. Das können wir jetzt ausrechnen, 1,57003 pro Sekunde. So, bis dahin stimmen die Ergebnisse mit dem Lehrstuhl weitgehend überein und es ist nichts dran auszusetzen. Jetzt gucken wir uns den Punkt C an. Wir sind an der Stelle hier. Vorher hat der Balken also einen Ausschlag von 45 Grad. Jetzt geht er nochmal um Pi Drittel nach oben, Pi Sechstel nach oben, Pi Sechstel entsprechen also 30 Grad. Wenn wir das mit 3 mal nehmen, haben wir Pi halbe und 90 Grad. Und dann können wir eben im Prinzip Folgendes machen. Wir können die Energiedifferenz ausrechnen, diese Differenz hier, und können den Energieerhaltungssatz wieder anwenden. Und der Energieerhaltungssatz sagt jetzt Folgendes aus. Wir haben vorher die Energie 1/2 m l Quadrat Drittel mal Omega Dach Quadrat. Das Omega Dach ist gesucht. Und das ist jetzt die Energie, die der Schwerpunkt nach oben geht, also m mal g mal Delta H. Und das ist gerade L halbe mal Cosinus von 45 Grad minus Cosinus von 75 Grad. Die 75 Grad sind also dieser Winkel hier. Der Winkel sind insgesamt 45 Grad plus 30 Grad sind 75 Grad. So, und um so viel, natürlich ein großes m, ist die Masse nach oben gegangen. Das lässt sich nach Omega Dach auflösen. Dann fallen die Zweien hier erstmal weg. Die eine also wegen 1/2 Theta mal Omega Quadrat, die andere, weil die Balkenmasse auf der Mitte sitzt. Natürlich hat sich die Punktmasse verabschiedet und ist ihre Eigenwege gegangen, die spielt nicht mehr mit. Und dann haben wir die Wurzel aus 3. Dann kommt eben ein Cosinus von 45 Grad minus ein Cosinus von 75 Grad. Und das Ganze ist jetzt noch durch L zu teilen. Und wenn wir nichts übersehen haben, das G zum Beispiel haben wir noch übersehen, dann können wir das Ergebnis ausrechnen. So, und ich habe das fürs Ergebnis raus 3,1857 pro Sekunde. Stimmt nicht mit dem Institut überein. Institut hatte also 4,006 raus. Vielleicht bin ich heute Abend zu müde und kann es nicht ausrechnen. Vielleicht hat sich auch das Institut vertan. Wer weiß es nicht.